Die Soldaten halten Wacht, sind nicht zu überlisten. An unseren Grenzen bricht die Macht der Imperialisten. Es hat sich schon so manche hier den Schädel eingerannt. In unser Haus geht's durch die Tür und nicht durch die Wand. Wer mit uns spielt, der hat verspielt, die Warnung gilt für alle. Die Ratte, die dadurch wühlt, die endet in der Falle. Es hat sich schon so manche hier den Schädel eingerannt. In unser Haus geht's durch die Tür und nicht durch die Wand. Die Alarmgruppe kann eingesetzt werden zur Sicherung von Abschnitten, Richtungen und Objekten. Zur Abriegelung gefährdeter Richtungen. Zur Verfolgung, Festnahme, Durchsuchung und Zuführung von Grenzverletzern. Zur Rettung und Bergung. Und zu Handlungen bei Flugvorkommnissen. Ihr Grenzdienst beginnt mit dem Befehl des Alarmgruppenführers. Im Grenzabschnitt normale Aktivitäten des Gegners. In den frühen Morgenstunden Festnahme einer männlichen Person am Bahndamm. Postenführer Gefreiter Heinzel, sein Posten Soldat Kunert. Wir fahren über den Fischerberg zur Führungsstelle. Hier Ihre Postentabelle. Signale und Parole in der Tabelle. Fragen. Hier 13 kommen. 14. Hier kommen. Verstanden, kommen. Die Alarmgruppe bildet die Reserve des Kommandeurs Grenzsicherung. Herr Leutnant, Alarmgruppe, Stärke 1-3 bis 6 Uhr zu Ihrer Verfügung. Sache ablegen lassen, Einsatz 3 verfehlstellen. Waffen überprüfen, bei mir im Waffenständer abstellen lassen. Anschließend Ruhe. Zu Befehl. In den nächsten 24 Stunden muss die Alarmgruppe zu verschiedensten Handlungen bereit sein. Mit Angriffen auf die Staatsgrenze ist jederzeit zu rechnen. Dann entscheiden taktisches Können, Mut und Entschlossenheit.